US-Präsident Donald Trump fordert vehement den Bau einer Mauer zu Mexiko. Das mag manche überraschen, weltweit gesehen ist es aber kein Einzelfall. Denn Grenzbefestigungen sind aktueller denn je. Heute in Feichtinger Kompakt die Rückkehr von Zäunen und Mauern. Vor knapp 30 Jahren wurde die Berliner Mauer niedergerissen und der eiserne Vorhang symbolträchtig zerschnitten. Wer hätte gedacht, dass Grenzbefestigungen so rasch wieder an Bedeutung gewinnen können? Doch Globalisierung und die damit verbundenen Freiheiten haben zu Überforderung, zu Ängsten geführt, auch zu Angst vor staatlichem Kontrollverlust. Die Terroranschläge von 9/11 haben gewissermaßen eine Zäsur bedeutet und diesen Trend noch verstärkt. Gab es 1989 16 befestigte Grenzanlagen, so sprechen wir heuer von mehr als 70, die schon in Betrieb sind, im Bau oder in Planung. Weltweit 26.000 Kilometer Mauern und Zäune, das sind ungefähr 10% der gesamten weltweiten Grenzlängen, die hier 68 Staaten voneinander trennen. Der Bau von Grenzanlagen ist mittlerweile auch ein boomender Wirtschaftszweig. 2015 betrug das Auftragsvolumen in etwa 15 Milliarden Euro. In 4 Jahren sollen es schon knapp an die 30 sein, also eine Verdoppelung. Angesichts dieser Größenordnungen stellt sich die Frage, wozu Grenzbefestigungen dienen. Historisch betrachtet stand Verteidigung im Vordergrund. Man denke an die alte chinesische Mauer, an den römischen Grenzwall oder auch an die Maginot-Linie. Es ging darum, Territorien abzusichern, es ging darum, Handelsflüsse zu kontrollieren, aber auch Wanderbewegungen unter Kontrolle zu haben. Heutzutage steht der Kampf gegen und der Schutz vor transnationalem Terrorismus im Vordergrund. Es geht auch um die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Stichwort Drogen- und Menschenschmuggel. Und nicht zuletzt will man damit auch eine Kontrolle von starken Migrationsströmen erzielen können. Zu erwähnen ist auch noch die symbolische Bedeutung von Grenzbefestigungen. Sie sollen nach innen beruhigen und nach außen abhalten. Einige aktuelle Beispiele dazu. Am meisten strapazierte Grenze zwischen den USA und Mexiko. Wir sprechen von 3.144 Kilometer, das ist von Paris bis ans Schwarze Meer. 1.000 Kilometer davon sind bereits durch Zäune und Mauern gesichert und möchte man den Rest ausbauen, würde das mehr als 20 Milliarden US-Dollar kosten. Die Regierung argumentiert mit dem Schutz vor Drogenschmuggel, vor Menschenschmuggel, vor Terrorismus, aber auch vor einem staatlichen Kontrollverlust infolge unkontrollierter Migration. Zu einem anderen Beispiel, die Grenze zwischen Indien und Bangladesch beträgt an die 4.100 Kilometer. Heute schon steht dort der längste Zaun der Welt. 3.000 Kilometer, er wird in Kürze fertiggestellt werden. Indien argumentiert mit der Angst vor Drogen- und Menschenschmuggel, vor einem Migrationsansturm, der nicht kontrollierbar wäre, aber auch mit transnationalem Terrorismus. Ein Beispiel aus dem Nahen Osten. Seit 2014 hat Saudi-Arabien die modernste Grenzbefestigung der Welt. Über eine Länge von 900 Kilometer wurden 3 Linien von Zäunen errichtet und ein Sandwall in einer Höhe von 7 Meter gegenüber dem Irak. Kosten geschätzte 2 Milliarden Dollar. Begründung, das Chaos aus dem Irak nicht ins Land kommen zu lassen und Schutz vor dem transnationalen Terrorismus. Aber auch in Europa, selbst innerhalb der EU, werden wieder Grenzbefestigungen errichtet. Infolge des außergewöhnlichen Migrationsansturmes 2015 hat Ungarn die Grenze gegenüber Serbien durch einen Zaun abgesichert und 40 Kilometer der Grenze gegenüber Kroatien. Budapest betont auch heute, dass sie jederzeit auch einen Zaun gegenüber Rumänien errichten könnte, sollte es hier zu einer Verlagerung von Migrationsrouten kommen. Werden daher noch mehr Zäune und Mauern gebaut werden? Die Vereinten Nationen und die EU sehen diese Entwicklung sehr kritisch, vor allem im Zusammenhang mit Migration. Allerdings, solange der Andrang in reiche Länder anhält und solange transnationaler Terrorismus als die größte Sicherheitsgefahr eingestuft wird, werden Mauern und Zäune und Befestigungen im Trend bleiben. Dabei ist wohl allen Staaten klar, dass dies nicht die Lösung der großen Probleme darstellt. Allerdings können sie eine gewisse Kontrollfunktion ausüben. Sie können vielleicht auch einen Abhalteeffekt erzielen und sie können die eigene Bevölkerung beruhigen.